Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir das Hochzeits-DLC komplettiert haben. Also das müsste jetzt echt komplett sein. Ich habe noch ein paar Waffen hier nicht markiert, ist mir aufgefallen. Weiß gar nicht warum. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, bevor ich losreise mit diesem Inventar voll, kann ich das auch genauso gut rausschmeißen. Ist kein Problem. Vielleicht sollte ich doch nochmal schützen durch nach Sanctuary, weil die Automaten haben ja immer meinen top aktuellen Level, die Sachen. So, also das Weihnachts-DLC hatten wir, das Valentinstags-DLC in Anführungszeichen. Das so, 3000. Ja, leider nicht. Ein Krabbenwurm hat meine Verlobte gefressen. Ich will nur durchkommen. Oder muss ich doch noch in ein noch höheres Gebiet? Warum ist denn die Textur so verschwommen? Habe ich irgendwas wieder falsch eingestellt? Naja. Oh, 4556. Ach komm. Hier dann. Tschüss. Ist ja exorbitant viel höher. So, und jetzt noch Waffen. Doch, irgendwie ist was mit den Texturen. Moment. Grafik. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich mich einmal recken, einmal strecken musste. Ihr könnt alle mal einen Schluck trinken, es dauert eh einen Augenblick. Also notfalls muss ich halt nochmal kurz, ja, das Spiel neu starten. Gespeichert hat es ja, weil ich nach Sanctuary gereist bin und was gekauft. Ah, Scheibenkleister. Nein, ich kann nicht rausgehen. Na super. Ach ja. Okay Leute, dann mache ich einen ganz kurzen Cut einfach. Ach so, mein PC hat sich allgemein aufgehangen. Okay. Solltet ihr meine Stimme vernehmen, so wisset, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Ansonsten, ganz einfach gesagt, bis gleich, wenn es weitergeht. So, ich hoffe, es hat mein PC nicht komplett gekillt gerade. Aber aus irgendwelchen Optionen, aus irgendwelchen Gründen, kam ich nicht in die Option rein. Genau das wollte ich sagen. Auflösung. Ja. Forcing ist aus, Bildfrequenz ist auch in Ordnung, Anzeigerleistung für das auch soweit in Ordnung. Projektierte
Die Colts hoch? Nein. Normal. Laubdistanz weit? Nein. Na. Hä? Der. Ja, gut. Textur ist hoch. Okay, er hat auch gerade. Sehe ich gerade die Umgebung. Ist alles wieder in Ordnung. Spieldetail hoch. Umgebungsdeckung an. Tiefenschärfe an. Ja. Distanz ansehen. Ja. Physikeffekt niedrig. Textur. Übung. Okay. Gut. Dann kann es jetzt weitergehen. Ihr seht, jetzt hat auch die Texturen wieder alle. Vorhin waren die echt so ein bisschen verwaschen. Ich weiß nicht warum. Als hätte er die Informationen vorher nicht abrufen können. Oh, schön, einen neuen Skin, den ich noch nicht hatte. Hm. Können wir nicht irgendwas mit mehr als. Was habe ich überhaupt? Ich brauche eine Sniper, die über 1000 geht. Bäh. Ich brauche eine Pistole, die über 100. Also über den 100er Bereich rausgeht. Und ich brauche eine Schrot, die über den 500er Bereich rausgeht. Also, Pistole muss über den 600er Bereich raus. Schade. Schrot. Kann ich auch vergessen? Ja, doch, kann ich vergessen. Das ist ja nur Schaden pro Patrone, die trifft. Keine Ahnung. Und Scharfschützengewehr hat er nichts. Bis später, Kammerjäger. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Gut. Dann machen wir jetzt das Halloween-DLC. Halloween-DLC, meine ich. Und ich schieße aus irgendwelchen Gründen immer. Mann. Da, Halloween hallowed. Hollow, meine ich. So, sollte ich da was vergessen? Tut mir natürlich leid. Aber viele Sachen sind ja nicht immer gleich angezeigt. Ah, Mann, immer das Blöde, wenn man lange sitzt, fängt einen auch der Rücken an zu jucken. Ah, ist das widerlich, Mann. Gut, hier ist schon mal nichts Verstecktes. Willkommen in Hallowed Hollow, der einzigen Gemeinde Pandoras für verbannte und pensionierte Untote. Ich bin der Wächter hier, TK Baha. Komm zu mir, ja? Folge einfach der Stimme des blinden Redneck-Zombies. Ja. Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist. In letzter Zeit drangsaliert ein mieser Typ namens Pumpkin Kingpin die Dorfbewohner. Die haben so Schiss vor ihm, dass sie sich nicht mehr auf die Straße trauen. Such ihn und verpass ihm ein paar für mich, ja? Ach ja, der gute alte TK Barham. So. Sag mal so, ich sehe nichts, was hier einen verbietet, hier rüber zu gehen, deswegen latsche ich einfach rüber. Okay, aber komm hier nicht. Allzu weit wahrscheinlich. Der Pumpkin Kingpin sollte auf der Lichtung auf der anderen Seite dieses Tores sein. Wir folgen erstmal dem. Ja, Teufel auch! Kingpin muss das Tor mit einem Zauber versperrt haben. Du brauchst einen Zauberschlüssel aus Skelettknochen. Grab ein paar Gräber um und such ein paar verzauberte Gebeine. Mist, die Toten, die hier begraben sind, waren anscheinend ganz normale Menschen. Wir brauchen aber die Knochen von Zauberern, damit der Schlüssel funktioniert. Such weiter! Ja, ich tu's ja, aber das wird nicht so einfach, Kollege. Das da scheint mir ein verzaubertes Skelett zu sein. Verpasst dem Ding eine. Das sollte dich den Schlüssel einen oder zwei Schritte näher bringen. Das ist einer der Zauberknochen, die du brauchst. Sobald du die restlichen besorgt und den Schlüssel geschmiedet hast, kannst du gegen Pumpkin Kingpin persönlich antreten. Jeha! Na, supi. Ich weiß gar nicht, wie ich mich freue, ne?
komme ich überhaupt gerade mal weiter, weil ich bin entweder gerade zu bederbert, um zu kapieren, dass hier ein Weg aufgegangen ist. Hoppla. Nicht gesagt, nichts gesagt. Hey! Betrug! Betrug! Das ist doch richtiger Betrug. Naja. Gar keiner. Hä? Oh, Moment. Es gibt auch noch eine Unwetterwarnung gerade bei Pokémon Go. Das heißt, es wird gerade richtig schlecht. Ich will nicht sagen, dass das gruselig ist, aber das ist gruselig. Das sollte ja auch sein, ne? Ah, ne. Moment, ich hab vergessen. Es müssen ja noch irgendwo magische Skelette. Achso, da drüben ist noch Gräber. Das sieht man ja meist gar nicht so richtig. Tut mir leid. Hey, du hast das letzte verzauberte Skelett gefunden. Putz das Ding von der Platte wie ein Stück Torte auf einer Geburtstagsparty. Nachdem du jetzt alle Zauberknochen hast, geh in die Schmiede und schmiede dir einen Skelettschlüssel. Und wenn du schon mal dort bist, grüß Sully, den Schmied, schön von mir. Okay, Moment. Habe ich Waffe, Schild und... Schild habe ich? Waffe, Schild und Granate. Okay. Waffe habe ich auch. Jetzt brauche ich nur noch eine Granate. Mal sehen, was dabei rumkommt, wenn ich das jetzt mache. Aber noch ganz zuvor, bevor ich das mache, ich will euch noch was zeigen, wenn ich es schaffe. Weil ich auch noch weiß, wo es ist. Gerade heißt es erstmal auch Karte aufdecken. Sehr schön. So, das Blaue ist nämlich noch schneller rennen kann, soweit ich mich erinnere. Ich habe es jetzt nämlich nicht gelesen. So, ich zeige euch das gleich. Ich muss erstmal hier schmieden. Um den Schlüssel zu schmieden, brauchst du den Schmiedehammer. Tja, wo könnte der sein? Sully? Hey, Sully! Du hast Kundschaft! Oh, da ist er ja! Frag ihn doch, ob er dir seinen Hammer leiht. Bestimmt überlässt er ihn dir, wenn du ihn freundlich bittest. Gesprächs, hä? Ich
sagt, okay, und jetzt schmiedet ihr aus den Knochen einen Schlüssel für das Tor. Entschuldigung, da hat er sich selber unterbrochen. Sehr schön. Jetzt, wo du den Schlüssel hast, kannst du Pumpkin Kingpins Versteck suchen und die Flüsse orange färben mit Kürbisinnereien. Schlubi. Oh! Das sind ja die nicht benötigten Granaten, die ich brauchte. Dann gehe ich da gleich nochmal hin. Keine Sorge. So, wo war das denn noch gleich? Ah ja, hier war das. Genau. Okay, ich glaube, das war's schon. Ist halt auch ein kleines Easter Egg, soll an, glaube ich, The Ring angelehnt sein. Wenn ich mich recht entsinne. So. Oh, da vorne liegt noch ein Schild. Na, das nehme ich. Ach nee, kein Schild. Mein Bonsche mit Statuseffekt. Okay, egal. Okay. Meine Güte, so. Fallen lassen? Das Schild hier? Fallen lassen? Und jetzt noch die Granate. Die hier fallen lassen. Und Schild, Granate, Granate, Schild. Na gut, wie dem auch sei.
So, und weiter geht's. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ich glaube, jetzt kann ich die auch... Was macht das hier? Okay, oder... Nee, lieber das hier. So, aber ich glaube, wir müssen auch schon wieder einen kleinen Cut machen, denn ich glaube, die Folge ist schon wieder am Ende. Ah, hier haust Pumpkin Kingpin. Aber er ist nicht da. Schläft wohl unter der Erde oder sowas. Oh, ich hab's. Wenn du das Gelände flutest, muss er vermutlich hochkommen, um Luft zu holen. Los, geh zur Windmühle. Oh ne, gelb war's, genau. Mit gelb bin ich schnell wie ein Blitz. So, wir machen gleich weiter. Wie gesagt, ich denke mir einfach mal, dass es schon wieder an der Zeit ist. Ja, es wird wieder ein kürzerer Part, tut mir leid. Der nächste wird aber wieder länger, keine Sorge. Von daher würde ich sagen, man hört und sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slaus. Haut rein und ciao.